Hallihallo, meine Guten, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jubob! Ganz viel Jubob, ich freue mich so. Ich weiß gar nicht, wie lange der letzte Haul her ist. Gefühlt viel zu lang. Ja, und dann dachte ich mir so kurz vor Weihnachten, ich schlage nochmal so richtig ordentlich zu und habe für 300 x Euro eingekauft. Alles da drin, wunderbar, super schön, geht direkt los. Wir haben wirklich, wirklich viel zu tun. Viel Spaß beim Anschauen. Bis gleich. So, wir fangen an. Schön sommerlich, passend für den Dezember mit einem süßen, kleinen Schlamper. Zählt das noch als Crop Top? Ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz... Sorry, ich bin etwas falsch angezogen, aber man erkennt es vielleicht hier. Ne? Hier ist der Bauchnabel. Bis hier geht es ungefähr. Etwas weiter. Ich habe jetzt L genommen. Gab es, glaube ich, in keiner anderen Größe. Und dachte mir, was dachte ich mir? Dachte ich mir irgendwas, ja, wahrscheinlich für zu Hause, ein bisschen zum Chillen, schnell zum Drüberwerfen. Durchaus aber auch mal im Sommer, wenn man irgendwo hingeht, kann man sich das bequem drüber werfen. Hat gekostet 9,90 Euro. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall Baumwolle, ganz definitiv. Fühlt sich gut an und sieht gar nicht so scheiße aus, wie ich gedacht habe, weil ihr wisst, die Bilder sind immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin echt total begeistert. Für einen Zehner ein hochwertiges 100% Baumwoll-Schlamper-Oberteil, was man auch tatsächlich so mal aus Versehen draußen anziehen kann. Geil. Geht gut los. Danke, Jubub. So, dieses gute oder nicht so gute, ihr beurteilt, T-Shirt. Simpel, paar Blümchen drauf, relativ dünner Stoff. Man sieht vielleicht, wie Sie sehen, sehen Sie alles. Also es ist nicht sehr dick. Lockerer Stoff, ist von Diesel und hat gekostet 11,90 Euro. Kann man jetzt nichts sagen für ein simples Shirt. Aber irgendwie die Blümchen gefallen mir jetzt gar nicht so gut, muss ich sagen. Ich dachte, das ist eher so ein bisschen lockeres, dunkelblaues Rumgeklickse, aber mit den Blümchen bin ich jetzt vielleicht gar nicht so happy. Was ich allerdings cool finde, sind die längeren Ärmel. Für alle, die unter dem Unterarm-Schwabbelspeck leiden oder vielleicht auch dem berühmten BH-Pölsterchen, den kleinen Speckpölstern, da ist so ein bisschen länger immer gar nicht schlecht zum Verdecken. Ja, ist nicht schlecht, aber also für 11,90 Euro mir nicht zu besonders. Einfach nicht besonders genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, weil wir gerade beim Thema besonders sind, das werde ich nicht anziehen, weil das ist ein Geschenk. Meine Arbeitskollegin liebt nämlich diese, in ihren Worten, Retro-Shirts. Für mich sind sie noch aktuell, damals, wo ich jünger war, für sie sind sie Retro. Da habe ich doch gedacht, nachdem ich das auf YouTube gefunden habe, geil, Retro, aber in günstiger. Größe L habe ich jetzt mal bestellt, könnte ein bisschen zu groß sein, aber gut, sie hat große Mopsis, also von dem her wahrscheinlich notwendig. Was hat es gekostet? Okay, das war 17,90 Euro, hoppala, so rum, 17,90 Euro, nicht unbedingt so günstig, aber gut, das ist halt die Sache mit der Marke, wir wissen alle Bescheid. Aber ich bin froh, dass es da ist, jetzt habe ich schon mal ein Weihnachtsgeschenk abgehakt. So, dieses wunderschöne, schmucke Fetischteil, sorry, Bubis brauchen ein bisschen Luft. Ja, dieses schöne Teil ist von, jetzt habe ich gerade nachgeschaut. Only, tatsächlich. Es ist von Only, 7,90 Euro, Größe M. Weiß ich nicht. Ich habe es gesehen, dachte mir, das kann, muss aber nicht. Aber tatsächlich, muss ich jetzt sagen, wenn ich es anhabe, finde ich es total geil. Macht auch, obwohl es ja, wie man sieht, Boxformat hat. Also so bin ich ein perfektes, naja, nicht ganz ein Viereck, eher ein Rechteck. Aber ich finde, es macht echt eine gute Form, weil es zwar weiter ist, aber trotzdem an den relevanten Stellen anliegt, wenn man jetzt noch was drunter hat, weil nein, ich gehe nicht so auf Arbeit. Hinten ist es etwas zuer, ja. Und vorne dann mit der Optik, also für 7,90 Euro, finde ich das ein richtig geiles Teil. Schön für so, für die Arbeit sowieso, wunderbar in Ordnung. Man kann auch, Moment, nee, man kann auch nicht zu sehr reinsehen, weil das ist oft das Problem bei diesen Teilen, wenn die dann hier richtig weit offen sind. Dann schaust du plötzlich bis auf die Lungen und auf die Nieren. Und das wollen wir nicht, aber hier maximal noch Richtung BH. Aber das finde ich fein. Also das nehme ich auf jeden Fall, aber ganz sicher. So, und dann haben wir dieses wunderbare Teilchen von Lieblingsstücke. Diese Marke sehe ich sehr oft auf Jubub. Jetzt weiß ich nicht, ob die irgendwann mal pleite gemacht hat und es gab Restverkauf. Aber naja, normalerweise finde ich die immer recht teuer. Für mich zu teuer. Aber das habe ich gesehen, das war
10,90 Euro, dachte ich mir, probieren kann man es mal. Was mir sehr gut gefallen hat, ich mag eigentlich überhaupt keine Spruchshirts, obwohl viele Sprüche echt geil sind, aber ich denke mir immer, irgendwann hast du es über und es wirkt auch oft so ein bisschen gezwungen, so dieses Hey, live, love, love, bla, ach, keine Ahnung, was da für eine Scheiße gibt. Hier allerdings auf Französisch, was den Vorteil hat, dass das nicht unbedingt jeder versteht, also bei mir ist schon mal ein bisschen feiner raus, es wirkt etwas weniger billig und proletig. J'ai mal à la tête. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, heißt das jetzt, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin nicht mehr ganz dicht, also nicht mehr ganz sauber im Kopf. Sag mir bitte in den Kommentaren Bescheid, mein Französisch ist etwas zu lange her. Ich dachte erst, es heißt, ich habe einen an der Waffel, aber jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob man sagt, j'ai mal à la tête, dass das einfach nur heißt, dass man Kopfschmerzen hat. Anyways, ob Kopfschmerzen oder verrückt, trifft beides meistens zu, würde passen. Jetzt aber für mich nicht so, dass es mich vom Hocker reißt, nette Qualität. Baumwolle ein bisschen steif, finde ich. Ein bisschen steif, aber es gibt sich wahrscheinlich. Tatsächlich reißt es mich jetzt aber nicht so, dass ich es nehmen würde. Dafür gefällt es mir dann doch nicht gut genug. Und weil es noch nicht durchsichtig genug war heute, setze ich noch einen drauf und gebe es euch auch nochmal in schwarz. Ja? Haben wir es mal in allen wichtigen Farben durch. Ist von Betty Barclay, kostet auch 7,90 Euro. Habe ich in einer M bestellt. Bisschen eng an den Ärmchen. Ein bisschen eng, aber ich glaube, das würde noch gehen. Das ist so in Anklang an meinen Japan-Style, weil die machen ganz viel mit Mesh-Tops. Ich weiß, das ist kein Mesh. Das ist ziemlich dicker, löchriger Stoff, hat aber mit Mesh nichts zu tun. Aber es zumindest von der Optik geht es in die Richtung. Und da habe ich mir gedacht, na, so ein nettes schwarzes Shirt drunter. Gut, mit dem Rock sieht jetzt natürlich mäßig kacke aus, aber es hat irgendwie was. Und irgendwie sah es tatsächlich auch auf dem Bild recht edel aus. Und gefällt mir jetzt gut. Ist ein angenehmer Stoff mit was drunter. Müsste ich mal gucken, jetzt habe ich ja schon meinen Japan-Kawaii-Rock an. Naja gut, das ist ein bisschen zu crazy, aber ja, jetzt so zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich ziehe den Rock ein bisschen in die Taille rein, würde mir jetzt natürlich noch was runterziehen, dann wäre das doch tatsächlich was, was man anziehen könnte, oder? Was sagt ihr? Sagt was Positives? Sagt was Gutes? Sagt was Nettes? Sushi. So, schnell Durchlauf. Bin schon ganz außer Atem, aber es ist einfach zu viel, Leute. Ich habe, wie gesagt, 370 Euro waren es. Um die Drehe müssen wir einfach jetzt schnell durch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Erstens mal ist es dunkelblau und nicht schwarz, wie ich dachte. Habe ich wieder auf den Farbcode nicht geschaut. Und es ist so ein bisschen, warte mal, ich weiß nicht, ob man das erkennt, es hat so ein bisschen so eine Musterung drauf. Wäre noch nicht ganz schlimm. Ich habe schon gesehen, dass es kürzer ist. Ich habe vor allem das hier gesehen. Fand es aber eigentlich ganz cool, weil ich mir dachte, das gibt so ein bisschen extra und dann mit einer High-Waist-Jeans. Ah, es ist stretchig, also es geht noch was, aber das leiert auch nicht aus. Also, ich frage mich immer, ob ich für sowas zu alt bin. Also ich habe kein Problem, peinliche Scheiße anzuziehen, aber ich möchte mich jetzt auch nicht. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute sich dann wirklich einfach in Sachen reinquetschen, die nicht zu ihrer Figur oder vielleicht auch zum Alter passen. Also wie gesagt, ich bin die Letzte, ich bin 34 und ziehe pinke Kindergartenpullis mit sprechenden Milchtüten an. Aber ja, keine Ahnung, da ist dann komischerweise für mich die Grenze erreicht bei solchen komischen Crop-Tops. Ich weiß es nicht. 5 Euro Abercrombie und Fitch. Ich hasse diese Marke wie die Pest. Irgendwie, wieso habe ich die denn gekauft? Habe ich es nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum ich es trotzdem gekauft habe. Vielleicht war einfach die Sucht, es anzuprobieren, größer als mein Markenhass, aber es ist, ja, ich versuche es jetzt mal, ohne mich komplett peinlich zu machen, ein bisschen runterzuziehen, damit ihr ungefähr seht, auf welcher Höhe wir uns bewegen. Jetzt kommt mir vor wie so eine Bauchtänzerin. Jetzt kann ich hier schön ein bisschen Shakira-Move. Nein, einfach nur so grober Ausblick, Einblick, was das von der Höhe her ungefähr macht. Wie gesagt, ein L. Ja, ein L. Also war jetzt genau richtig, aber ich dachte mir schon, dass die Marke wahrscheinlich eher ein bisschen mehr petit klein ausfällt. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen den offiziellen Fail des Abends vorstellen. Ich kann gar nicht meine Brille richten. Von Sarah, Basic. Und es geht schon auf. Seht ihr das? Reißverschluss. Den kann ich quasi... Okay, ich mache nicht weiter. Damenjacke, ein M. Ich weiß, Sarah fällt tendenziell etwas kleiner aus, aber ich habe irgendwie gedacht, das wäre Stretch. Das ist es ganz definitiv nicht. Soweit es hier unten an den Ärmeln ist, so wenig nachgiebig und dankbar ist es beim Rest. Also wie ihr seht, ich bleibe hängen ab hier. Mehr geht nicht. Interessanterweise ist das Mittelteil dann allerdings wieder extrem weit.
Ja, also hier ist quasi Luft ohne Ende und diesen ganzen Stoff hätte man vielleicht besser ein bisschen hier mit angebracht, weil diese Sache verstehe ich nicht. Ich kann das leider nicht aufmachen, weil dann stehe ich nackedei da, aber ihr versteht ungefähr, was das ursprünglich sein soll. Ne? Hinten ein bisschen länger. Man muss dazu sagen, es war aber auch nur 6,90 € und für 6,90 € darf man nicht zu wählerisch sein. Aber gut, also das sieht zwar komischerweise, wenn ich mich so anschaue, sieht es recht cool aus, aber wenn ich mich nicht bewegen kann und vor allem meine, Gott, meine Brille nicht richten kann, dann wissen wir, dass das nicht funktioniert. Schade. Tada! Und vom Fail des Abends zum Goal des Abends, nennen wir es mal ein Goal. Hammer! Hammermäßig, Adidas, 9,90 € Größe M. Geht, glaube ich, in die Richtung Crop Top, aber bei mir ist das tatsächlich nicht so sehr croppig. Es ist nicht mega lang, es ist aber auch nicht super kurz. Ganz weich, ganz weich. Ganz toller Stoff. Super geil. Hammer. Habe ich jetzt auch eher so ein bisschen in die Schlamper-Ecke gesteckt und gedacht, naja, mal so zum bequem mal drüber werfen oder halt für den Sommer auch draußen mit einer coolen Jeans, einer Shorts. Aber Kinders. Kinders, 10 € Adidas, Farben finde ich geil. Ich liebe dieses Türkis mit dann noch Weiß, ganz klassisch. Finde ich super. Mega geil, hammer begeistert. Keep, 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 keep. Und jetzt, nein, stopp, Moment, der peinliche Teil kommt noch nicht. In 5 Minuten. Bleibt dran. Ja, was sagen, was nicht. Das ist ein wunderschönes Alt-Rosé. Ja, ich schätze mal, es geht Richtung Alt-Rosé-T-Shirt von Saint-Tropez für 9,90 € Größe L. Ich war mir beim Bild unsicher. Ich dachte mir, ich kauf's mal einfach und das könnte jetzt geil aussehen. Jetzt nicht zu sehr. Bin mir auch gar nicht sicher mit meinem Hautton, ob das jetzt so optimal funktioniert, aber es war schwierig mit diesen Rosatönen. Also, naja. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesen Pseudo-Sport-Shirt-Prints mit dann irgendeiner Nummer vorne drauf. Aber in dem Kontext dachte ich mir, ja, und mit den ganzen Pailletten und so, es glitzert schön, wie man. So ein bisschen so eine Lackoptik, oder? Also so fluoreszierend, das gefällt mir schon eigentlich sehr gut, aber ich muss sagen, ist jetzt nicht unbedingt mega angenehm. Man merkt auch, wenn man jetzt so am Bauch reibt, dass da direkt die Pailletten dran genäht sind. Also ich glaube, das könnte ein bisschen unangenehm werden auf die Dauer. Ja, Mais ist. Es ist ein Zehner, aber auch ein Zehner ist Geld und ein paar mal 10 € sind dann viel Geld und dann summiert sich das. Also ich nehme wirklich nur Sachen, wo ich reinschlupfe und sofort sage, bäm, der Hammer. Alles andere nehme ich nicht, weil aus Erfahrung ist es meistens dann tatsächlich ein Ladenhüter. Ist einfach so. So, meine Damen und Herren, jetzt stelle ich mich auf die Zehenspitzen und lasse Sie raten. Warum meinen Sie, dass ich dieses T-Shirt, Kleid, Shirt, Shirt, Kleid bestellt habe? 3, 2, 1. Tada! Aber sicherlich wegen der geilen Ananas. Bist du gelähmt? Wie geil ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das konkret ist. Also hier ungefähr hört es auf. Kann jetzt gerade nicht weiter zurück. Es ist von Princess Goes Hollywood. Sehe ich auch immer ganz viele Sachen, kosten aber arsch viel Geld. Also wirklich arsch viel Geld. Ein stinknormales Shirt, 65 €. Also scheint irgendwie ein größeres Ding zu sein. Dann habe ich das gesehen. Moment. So. Und dann dachte ich mir, ich probiere es mal. 18,90 €, ich probiere es mal. Könnte man cool stylen, wenn man vielleicht einen Gürtel drum macht. Geht ja auch in diese Kawaii-Ecke, vor allem mit dieser geilen Ananas. Aber ich bin jetzt gerade irgendwie unsicher. Also es sieht eher aus wie ein Schlafanzug. Und es wäre ein mega geiler Schlafanzug, aber ich weiß nicht, ob es für einen Schlafanzug dann nicht vielleicht doch ein bisschen zu teuer ist. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist es süß und es ist tatsächlich extrem weich drin. Das ist fast wie diese Plüschpullis. Bisschen dünner, jetzt nicht ganz so dick, aber man merkt drinne, das ist super plüschig. Also vielleicht ist es ja tatsächlich eher wie so ein Schlafanzug gedacht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber wir schauen weiter. Ich habe noch viele lustige Sachen, weil jetzt kommt nämlich die peinliche Phase. Vielleicht bevor ich anfange. Ich bin ja immer gern so ein bisschen out of the box und mache immer gerne ein paar verrückte Sachen. Deswegen bin ich auch so ein Jugo-Fan, weil man einfach, wenn man ein bisschen Zeit und Muße mitbringt, stöbern kann und super geile Einzelteile finden. Und Teile, wo man sagt, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen. Ich habe es vielleicht auch noch nie gesehen. Ist auch alt, ist keine Ahnung, was weiß ich, aus den 80ern. Ja? Also ich habe wirklich schon viele geile Stücke entdeckt, die einfach nur mega sind. Und jetzt hatte ich gerade so meine Phase, wo ich dachte, ich hätte Bock auf sowas Langes, Sackiges. Und irgendwie so ein bisschen Oma-Print. Aber so in eine coole Oma-Richtung. Ich
kann es nicht ganz erklären, ich versuche es euch gleich zu zeigen. Ich kam so drauf, weil bei meiner Suche nach Klamotte, ja, kam immer wieder Ulla Popkin, ja. Und ich habe so meine Größen, ich habe glaube ich sogar echt ML oder SML habe ich als Größenauswahl angegeben, aber bei Ulla Popkin, das ist ja eine Marke für hauptsächlich übergewichtige Damen, ist halt S von mir aus eine, keine Ahnung, 42, ich weiß es nicht. Also kamen auch mal wieder diese Teile. Und da waren manchmal einfach so, war so fancy Shit dabei. Ihr wisst, so wie diese typische Florida-Glitzer-Oma mit ihrem pinken Lippenstift, ihren hochgelockten, blonden, topierten Haaren und dann so fetten Pailletten-Glitzer-Pulli-Shirt. Keine Ahnung, einfach so viel zu viel, aber irgendwie schon wieder geil. Naja, und in diese Richtung habe ich was gesucht, was irgendwie schon wieder ein bisschen scheiße ist, aber dadurch vielleicht schon wieder cool. Und ich habe ein paar Sachen und die müsst ihr euch jetzt leider, sorry, mit mir ganz kurz anschauen. Ansonsten vorspulen. Tada! Alter, das ist noch viel geiler, als ich gedacht habe. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das durchsichtige Ärmel hat. Ding! Also, people, sorry. Oder? Habe ich? Ihr hattet doch bestimmt alle das gleiche Bild im Kopf, wo ich euch diese Oma-Analogie gegeben habe, oder? Hammergeil, hammergeil. Größe 46. Groß genug, würde ich sagen. Das kann man tatsächlich als kleines Kleid anziehen. Hinten gerade so. Seht ihr hier mein Popo? Ich weiß, der ist quasi nicht existent, aber wir nutzen unsere Fantasie. Also er geht drüber. Der Pulli, der Sweatshirt, der T-Shirt, der, die, das. Ich finde es irgendwie geil. Ich habe es gerade angezogen. Also Qualität ist Hammer. Kostet auch 20 Euro. Aber Hammerqualität, super weich, angenehm, aber schon wieder geil. Ah. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Kennt ihr die Folge, wo Homer Simpson mega zunimmt? Weil er dann irgendwie denkt, dass er dann nicht mehr arbeiten muss und dann extra Geld bekommt vom Staat, weil er ja sozusagen in Anführungszeichen Hartz IV ist, was es ja in Amerika so nicht gibt. Und dann darf er Homeoffice machen. Nein, das war der Gist, dass er dann Homeoffice machen darf, wenn der nachweist, dass er zu fett ist, um auf Arbeit zu gehen aus eigener Kraft. Und dann frisst er sich richtig fett und dann muss er immer so Kleider tragen, also so Kaftane, weil er halt in normale Klamotten nicht mehr reinpasst. Und genau so sehe ich aus. Wie Homer Simpson in der Fettfolge. Ob ich es nehme oder nicht, muss ich noch die anderen Sachen anschauen. Das muss ich noch überlegen. Tada! Ja, das Gefühl wird immer schlimmer. Größe 46, 19,90 Euro, nein, 20,90 Euro. Ich werde immer teurer, es geht nach oben. Ein Langarm-Shirt quasi, ein Längerarm-Shirt, wobei für mich, wir sind schon kurz davor. Ich fand einfach irgendwie die Farben geil. Es hat so was 80er-Jahre-mäßiges mit diesen Blockmustern und irgendwie fand ich es geil. Ich muss mal kurz anschauen. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen geil findet und dann aber so ein bisschen Schiss vor eurer eigenen Courage habt? Oder so unsicher, wo ihr sagt, ja, es ist schon cool, aber 20 Euro und ziehe ich es wirklich jemals draußen an? Außer, weiß ich nicht. Oder bleibt das mein Couch-Outfit? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist schon geil. Weil eins habe ich noch. Oh ja. Eins habe ich noch und das könnte richtig crazy sein, aber ich zieh's weg. Tada! Das größte, Größe 50, und das billigste oder günstigste für 13,90 Euro. So, schön die Unterbuchs hoch. Das fand ich einfach von den Farben her super. Keine Ahnung, die Farben sind geil, dann noch so diese paar. Das sind keine Pailletten, das ist irgendwie draufgeht. Das fühlt sich so ein bisschen an wie drauf gebügelt. Weiß ich nicht. Ja, ah, der Stoff ist ein Traum. Oh, ist der Stoff weich. Ach, der Hammer. Das weiß ich aber nicht. Würde man da tatsächlich einen Gürtel dann dazu anziehen, wenn man es so ein bisschen zumacht? Aber dann kriege ich es nicht mehr über meinen Popo drüber. Oder einfach hängen lassen. Aber dann ist es halt schon sehr sackig, ne? Wobei ich wirklich erstaunt bin dafür, dass ich was genommen habe. Was habe ich eigentlich? 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 6 Größen über meiner Größe liegt. Dafür finde ich die Schulterpartie und alles echt in Ordnung. Muss ich echt sagen. Moment, es hat kurz geklingelt. Gleich wieder da. Ich bin tatsächlich gleich wieder da, weil das waren die Zeugen Jehovas und denen mache ich die Tür nicht auf. Nein, nicht heute, nicht morgen. Not ever. Gut, jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die ich euch so extra zeigen muss, bevor wir zum hoffentlich glorreichen Finale kommen. Das teuerste Teil, das ich mir gekauft habe. Ich habe das Gefühl, meine Kamera ist verrutscht. Kann das sein? Moment. Das sieht doch gleich viel besser aus. So, ich habe mir noch Hosen gekauft. Schlamperhosen vorwiegend. Einmal haben wir eine coole Adidas-Hose.
Leider in Größe M. So ganz klassisch, wie sie damals war. Unten mit Reißverschluss kann man aufmachen. In so einem glänzigen Satinstoff in dunkelblau. Unten hat man noch hier das Blau abgesetzt. 8,90 Euro, also ganz ehrlich, der Wahnsinn. 8,90 Euro, aber die ist mir zu klein. Also da brauche ich gar nicht reinsteigen, um zu wissen, dass mir die leider viel zu klein ist. Es gab aber keine andere Größe, aber für die, die ein M haben, also ich glaube, die auf so einen Retro-Style natürlich stehen, super geil. Und wie gesagt, 8,90 Euro, also bitte, ist eine Adidas. Ja? Kann man und darf man nicht meckern, aber gar kein bisschen. Und weil es so lustig ist, habe ich mir dann noch dieses schicke Teil gegönnt. Hallo? Von Boom Bap. Kenne ich nicht, aber... What? Und ich dachte erst, das wäre so ein bisschen ein Satin-mäßiger Stoff oder einfach ein Stoffstoff, aber es ist wirklich so ein... Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist tatsächlich so ein dicker Baumwollstoff. Also nichts mit irgendwie glatt oder weich oder seidig. Hat Taschen, was ich sehr geil finde. Ich habe jetzt zwar eine Strumpfhose an, eine sehr dicke, aber ich will mal testen, sie würde passen. Moment, jetzt hat sie gerade die Tasche verzwirbelt. Natürlich ungünstig, wenn man jetzt ein XXL-Shirt anhat. Da muss man kurz rummachen. Also es geht relativ hoch, ich könnte es noch ein bisschen höher ziehen. Geile Booty. Also Stormtrooper auf dem Arsch ist ja mal der Oberrenner, sorry, oder? What do you say? Ich finde es fast ein bisschen eng. Ich hätte gehofft, dass die ein bisschen weiter ist, weil wenn ich jetzt so rumknautsche und rumkautsche, schlinge ich mich gerne mal ein bisschen durcheinander. Aber das müsste eigentlich der Stoff mitmachen. Ich lasse sie jetzt einfach an, weil Peoples ist eh wurscht. So, jetzt lass mich noch kurz ein bisschen mein Speck bedecken. Wir lassen das so, weil es ist eigentlich fast schon ein komplettes Wecki-Outfit, wenn ich mir das so anschaue. Ich muss euch noch Schuhe zeigen. Schuhe zeige ich euch noch und dann kommt das Grand Finale. Ja? Stiefel. Ich habe mir zwei Paar Stiefel gekauft. Ich wollte sie eigentlich nicht kaufen, aber ich habe sie gesehen und mir gedacht, oh, I have to. Das eine Paar. Diese hier. Beide von Tamaris. Beide gekostet 35,90. Ich finde die einfach super schön. So ein bisschen, ja, was, nicht wirklich Wildleder, nicht wirklich Glattleder. Es ist schon ein bisschen Gebrauchsspuren sieht man, finde ich aber nicht so schlimm. Ich fand das total geil. Und vor allem hinten, dass man das noch ein bisschen hinstellen kann, wie es einem passt. Weil ihr wisst das, der eine hat breitere Waden, ich ganz definitiv. Mir ist das oft oben am Schaft zu eng. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn man noch eine Option hat, das nachzutarieren. Oder vielleicht stopft man die Hose rein, mal stopft man sie nicht rein. Dann ist immer, finde ich, ganz cool, wenn man so ein bisschen Platz hat. Ich habe sie auch schon angezogen. Wie ihr seht, drin sind sie mit Stoff, also tatsächlich für den Winter geeignet. Schön weich. Tamaris, man steht immer gut, die sind super bequem. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und wie gesagt, 35 Euro, Brenner, werde ich nehmen. Eine nette Zuschauerin hat mich gebeten, ob ich nicht immer dazu sagen kann, was ich nehme, weil das vergesse ich anscheinend öfter. Oder ich sage erst, ich nehme es und dann später nehme ich es doch nicht. Ich mache gleich nochmal eine Runde, aber das kann ich euch sagen. Die Schuhe nehme ich ganz definitiv. Ganz definitiv. Weil, Achtung, es wird noch besser. Bäm! Sind die nicht geil? Sind die nicht obergeil vom? Das liebe ich ja. Diese Pseudosporen. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren mir so Halbschuhe gekauft. Die hatten das auch schon. Ich liebe das. Auch die wieder dick, also quasi Winterschuhe. Für den Winter geeignet oder gedacht. Gut, flach, bequem. Fast keine Gebrauchsspuren, also die sehen für mich eigentlich aus wie quasi neu. Die hat jemand wirklich nur ganz kurz angehabt. Und ich finde das einfach so geil. Die kannst du sportlich anziehen, die kannst du schick anziehen. Weiß ich nicht, die sagen einfach Bam, die sagen einfach Style, die sagen Klasse. Ich finde es geil. Und ich meine, ihr wisst, ich bin Reiter, ich bin zwar Westernreiter, also solche Schuhe ziehen wir nicht an, aber wir haben Sporen an unseren Stiefeln. Also von dem her, grundsätzlich geht es in die Richtung und ich finde es einfach hammergeil. Ich weiß, ich finde es einfach mega geil. Mir taugen die abartig. Tatsächlich bei denen aber auch ein bisschen hier oben am Schaft. Das kann man leider nicht groß tarieren. Da wären sie mir jetzt ein bisschen zu eng, aber das ist wirklich nur ein Müh. Ja, und jetzt, ich habe wie gesagt Strumpfhose an, meine Beine sind angeschwollen. Ja, geht. Muss gehen, weil geil. Ja, weil geil. So.
Und weil das noch nicht reicht und weil ein bisschen Nuttenhacken immer sein muss, beware of this. Moment, sieht man das? Steht Tamaris. Natürlich steht da Tamaris, weil hohe Schuhe immer von Tamaris sind. Die haben so einen leichten Stoffüberzug. Die Bändel sind Satin-artig. Ich hoffe, ihr kriegt es ein bisschen mit. Also die sind wirklich minimal benutzt. Ganz minimal sieht man die hier, die Abnutzungsspuren. Und der Oberhammer. Ich habe alles in 41 genommen, weil ich leider immer wieder dem Fehlglauben unterliege, dass ich doch in die 40 reinpasse. Das hängt ja nur vom Schuh ab. Nein, tut es nicht. Ich habe einfach 41 und nicht 40. Auch wenn ich es nicht glauben mag, aber langsam ist die Zeit des Selbstbetruges und der schmerzenden Zehen vorbei. Dementsprechend kaufe ich jetzt nur noch in 41 und hoffe, dass vielleicht meine Füße mit der Zeit ein bisschen schrumpfen. Aber ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. So, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich zeige dir euch jetzt nicht angezogen. Ich habe es vergessen. Die lagen ganz unten drin und ich hatte meinen ganzen Fokus auf den Stiefel und habe das erstmal abgefilmt. Aber ich bin natürlich reingeschlüpft. Leider sind sie vorne zu eng. Das ist immer mein altes Problem hier vorne. Trotz 41, leider sind sie ein bisschen eng. Es könnte sein, dass sie nachgeben. Und es könnte sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt halt dicke Schuhe, dicke Socken anhab, den ganzen Tag hinter mir habe, geschwollene Füße, bla. Aber trotzdem, das habe ich gelernt, weil ich meine, ich habe auch so geschwollene Füße abends, wenn ich nach Hause komme oder im Winter mal dicke Strumpfhose an. Das sollte trotzdem passen. Also von dem her muss ich sagen, leider, leider hier vorne, es ist zu eng. Jetzt nehme ich schon die großen Kackschlappen und immer noch ist es zu eng. Ah! Egal. Ich öffne mein Premium-Shirt und zeige euch jetzt das letzte Final Piece von, Achtung, Achtung, Ralph Lauren. Ja, die Scheiße hat mich 51,90 Euro gekostet. 51,90 Euro. Und ich habe lange gezögert, aber es sah auf dem Bild schon so enorm geil aus, dass ich mir dachte, wurscht, du kannst es zurückschicken. Zieh es einfach mal an und wenn das auch nur annähernd so geil aussieht und wirklich die 51,90 Euro wert ist, dann hast du ein bombastisches Business-Outfit. Und ob das stimmt, schauen wir jetzt. Ich weine schon, bevor ich überhaupt fertig bin. Warum? Warum? Das ist viel zu groß. Finde ich. Weiß es nicht. Nein, das ist zu groß. Aber Kinder, ist ganz ehrlich, einfach nur kurz von der Optik. Wenn ihr euch das so mal anschaut, versteht ihr, warum ich es genommen habe? Versteht ihr, warum ich es mal anprobieren wollte zumindest? Ist das nicht der Hammer? Dunkelblau, weiß, hier nochmal dieser orangene Streifen, dann dieser geile Gürtel. Moment, muss man aus der Nähe zeigen. Der ist tatsächlich richtig dicke, das ist fast wie so, wie nennt man das denn? So diese Paketbänder, genau. Diese dicken Bänder, die ums Paket sind, die man abschneiden muss, so fühlt sie es an. Vorne eine Metallschnalle in, natürlich nicht echt Gold, ich glaube, das ist uns allen klar, die man dann ganz einfach einhaken kann, wenn man es richtig rumnimmt. Drei verschiedene Stellgrößen, so, und dann kann man sie einfach hinhängen. Und ich finde, so von der Distanz sieht das nicht schlecht aus, aber ich persönlich finde, es ist zu groß. Also hier, das steht alles, jetzt gerade, wo ich reingeschlüpft bin, hatte ich das Gefühl, also Ulla Popkin war nichts dagegen jetzt gerade, ja. Klar, hier oben, es passt dann schon wieder, es ist Baumwolle, es zieht sich so ein bisschen dran. Aber das hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen enger gewünscht, vor allem ist es Größe M. Und normalerweise gerade diese teuren Marken ist ja schon so, ja, dass man sagt, die fallen vielleicht eher ein bisschen kleiner aus. Und das fühlt sich jetzt eher an wie eine L oder vielleicht sogar eine XL, weil hier, das ist alles sackig. Und nicht mal der Gürtel ist eng, wenn der jetzt wenigstens, Moment, ich versuche das mal zu faken. Geht das überhaupt? Nein, dann mache ich alles kaputt, aber Moment. Wenn der jetzt wenigstens gescheit eng wäre, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich festhalten muss. Oder ein bisschen breiter, dass es mehr einschnürt, aber so, guck mal, wie ich hier ziehen kann. Und da ziehe ich noch gar nicht viel. Schade. Naja. Andererseits 51 Euro gespart. Mein Geldbeutel freut sich. So, jetzt muss ich kurz suchen, was ich nehme, damit ich euch mein finales Fazit geben kann. Ja, eine Minute. So, ich glaube, das war tatsächlich recht
übersichtlich. Wobei, das stimmt nicht, ich habe die Schuhe vergessen. Ich nehme auf jeden Fall die beiden Stiefel. Ja, doch. Die nehme ich auf jeden Fall, weil es ist Winter und ich habe gar keinen. Also ich habe Stiefel, aber das sind eher Herbststiefel und da ihr wisst, ihr kennt die Schuhe. Die Stiefel nehme ich. Dann werde ich auf jeden Fall das schöne Adidas-Shirt nehmen, weil ich das einfach obergeil finde. Das kommt auf jeden Fall auf meinen Habenstapel. Das werde ich auch nehmen, weil es einfach schön simpel ist. Kann ich für den Sommer anziehen, kann ich für den Übergang anziehen. Sieht einfach toll aus, hat eine angenehme Qualität. Freut mich. Und ich werde auf jeden Fall dieses Teil hier nehmen, weil ich es einfach irgendwie leider geil finde. Es ist so eine Mischung aus, irgendwie ist es so hässlich, dass es dann doch schon wieder geil ist. Und zumindest kann man es einfach im Moment als Retro und 80er. Also das ist sowas, was ich als Kind vielleicht angehabt hätte, ne? Nur ohne Crop Top und ohne schulterfrei, sondern als stinknormales Shirt oder stinknormalen Pulli. Aber das finde ich cool. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch dieses Wonderpiece, ja, sieht eigentlich aus wie eine Giraffe. Genau genommen sieht das eigentlich von der Farbe und auch von der Maserung, wenn man die Maserung etwas größer nehmen würde, sieht das eigentlich fast aus wie eine Giraffe. Aber tatsächlich muss ich sagen, die ist so abgefahren, dass ich die schon wieder super geil finde. Es ist ein bisschen Frottee, fühlt die sich an von innen, wie so ein Frottee-Stoff. Sie ist definitiv lang genug, was bei mir wirklich selten ist. Sie ist lang genug. Ich finde einfach ehrlich gesagt diesen Stormtrooper so mega geil. Also mein Nerd-Herz ist bestens bedient. Ja, wahrscheinlich ziehe ich es dann so rum an, dass der Arsch vorne ist, damit ich den sehe. Ja, man hat vorne noch ein Zierle dran. Ich kann es adjusten. Super geil. Und jetzt gerade im Winter, wenn es kalt ist, ist es immer schön, wenn man so ein paar lange Gammelhosen für auf die Couch hat. Also geht das auch mit. Ansonsten muss ich leider sagen, auch die Ulla Popkin, der Ulla Popkin Ausflug, ja, der Exkurs. Semi, semi. Ich bin noch unsicher, weil ich glaube, das ist jetzt eher was, wo ich gerade meine Fusselei habe, dass ich es witzig finde, aber dann einfach wahrscheinlich tatsächlich nicht unbedingt wirklich anziehen oder nutzen werde. Und dafür ist mir dann wirklich das Geld zu schade. Und dann soll es vielleicht lieber jemand kaufen, der es tatsächlich öfter anzieht. Ja, das Teil hier, nein. Leider zu groß. Also wenn jemand gut an den Armen, wenn jetzt einer wirklich L trägt, weiß ich nicht, könnte es vielleicht ein bisschen enger werden, aber es ist ein Baumwollstoff grundsätzlich, also eigentlich dehnbar und also ja, ich leider viel zu groß. Ich hätte es mir gefühlt, ja, wenn man hier mal eine gute Wurst wegnäht, dann wäre das eher so die Ecke, wo ich mich jetzt zu Hause gefühlt hätte. Aber okay, ein Versuch was wert, 51 Euro gespart, dafür an anderer Stelle wohl investiert. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld, wahrscheinlich, weil es länger wird und vor allem eure Aufmerksamkeit. Ja, das war wahrscheinlich der letzte Jugendpoll für 2019, weil das wird einfach nichts mehr und ich brauche auch nichts. Ja, gut, was ich hier alles habe, brauche ich auch nicht direkt, aber ja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare, eure Einschätzungen, wie ihr die Teile gefunden habt. Was sagt ihr zu meiner Ulla Popkin Spaßaktion? Sagt ihr vielleicht euer bester Style ever? Nimm doch was oder kauft ihr nochmal was? Griff in die Tonne, fucking Obershit. Ich weiß es nicht. Sag Bescheid. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.